So, Leute. Mal wieder eine weitere Folge Visage. Ich möchte mich gerne mal für eure Kommentare bedanken, denn tatsächlich geben die mir sehr viel Motivation, das Spiel hier weiterzuspielen. Also hättet ihr nicht die ganze Zeit immer Genki-Dama-mäßig die Hände in die Luft gehalten. Kalle, komm, wir ziehen zusammen durch, es wird schon, wird richtig geil. Chaka! Ja, dann hätte ich das wahrscheinlich schon längst aufgegeben. Einige haben auch schon ein paar Vorschläge gemacht, wie ich das Format noch ein bisschen verbessern kann. Zum Beispiel mit einem Pulsmessgerät und sowas. Da bin ich jetzt noch am Überlegen, wie ich das jetzt mache, ob ich das überhaupt mache. Bin mir immer noch nicht sicher, wie lange ich das hier noch weiterziehe. Ich meine, wir haben immer noch nicht das erste Kapitel durch und ich weiß auch nicht, wann das vorbei ist. Bitte nicht spoilern. Ja, wir wissen ja eigentlich schon, was gleich kommt. Wir gehen jetzt durch diese Tür und dann kommen wir da durch diese andere Tür. Alter, hier gehen immer irgendwelche Türen im Haus und ich traste mal innerlich komplett durch. Und eine kleine weitere Info noch. Ich habe jetzt einen Zweitkanal. Habe ich alles mal in der Infobox verlinkt. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen, beziehungsweise gerne mal vorbeischauen. Ich erkläre auf dem Zweitkanal, auf dem ersten Video, was heute rausgekommen ist, auch, warum es diesen Kanal jetzt überhaupt gibt. Und vielleicht wollt ihr euch da ja beteiligen. Geht's jetzt los. So. Genau, jetzt wackelt hier gleich wieder alles. Also die Stelle kennen wir schon. Mir schaudert es trotzdem direkt nochmal, ey, boah. Das, was wir letztes Mal nicht gemacht haben, ist, dass wir uns hier nochmal umgeguckt haben. Und das wäre jetzt eine Möglichkeit, also, weil die Tür kennen wir ja schon. Was ist denn hier oben? Ist hier auch was? Hi. Ah, jetzt. Oh, nee. Da stand was? Nee, ist. Oh Gott. Was ist das denn? Weil die andere Tür ist ja theoretisch kaputt. Okay. Was kann ich hier denn machen? Okay. Achso, das ist quasi jetzt dahinter. Oh, nee. What the fuck? Das ist ja ein richtiger Müllplatz hier. Wie soll ich da hochkommen? Komme ich da überhaupt hoch? Ach, interagieren? Ah ja. Oh Gott! Was ist das hier? Okay, es ist wirklich ein Raum. Kompletter Müllraum. Hört sich wieder an, als wäre da ein Radio hinter oder so. Gut, kann ich hier irgendwie rauf? Komme ich denn hier rauf? Achso, ich kann hier. Das ist ja mega umständlich. Lol, das ist der Raum, den wir gesehen haben in vorletzter Folge oder so. Es wird gespeichert. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich komme da nicht mehr rein. Oh nee. Jetzt sind da diese Kratzer an der Wand. Scheiße. Mann, dass hier auch nirgendwo Lichtschalter mehr sind. Das ist echt gemein von dem Spiel. Ich habe die Tür zugemacht. Das ist echt gemein von dem Spiel, dass hier einfach keine Lichtschalter mehr sind. Was soll das denn? Wirklich? Oh, nee. Aber ich finde, ich reiß mich gerade schon sehr gut zusammen, aber es ist ja auch noch nichts passiert. Aber ich habe schon wieder dieses innerliche Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber in mir drin ist gerade schon wieder dieses Gefühl von, du weißt, hier wird irgendeine Scheiße passieren und du willst es nicht. Du willst das einfach nicht. Was sollen wir jetzt überhaupt machen? Was sollen wir jetzt überhaupt machen? Frag ich mich jetzt so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig war, dass ich hier lang gegangen bin. Ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Aber das Spiel hat ja auch dann gespeichert. Aber was soll ich jetzt hier? Weil eigentlich war die andere Tür ja interessanter, wo das Monster rausgekommen ist, oder? Wir gehen mal nach oben.
jetzt eher das angehört wie ein Feuer. Ah, hier ist wieder der... Alter. Boah, ich hab schon wieder übelste Gänsehaut gerade. Oben auch alles dunkel wieder. Was passiert? Jetzt haben wir immer noch nicht den Schlüssel. Jetzt mal langsam, wenn mal jemand weiß, wo wir den Schlüssel für diesen Raum herkriegen, dann sagt mal bitte Bescheid. Weil langsam geht mir das auf die Ketten. Mann, ich weiß, hier wird irgendeine Scheiße gleich wieder passieren. Wir müssen jetzt leider zum lauten Fernseher gehen. Damit wir unseren Buddy mal ein bisschen beruhigen. Aber wenn wir uns wegdrehen, dann haben sie eingestellt. Das finde ich sehr gut. Ich bin jetzt gerade wieder mental in einem Stadion und ich versuche euch immer so ein bisschen abzudaten. Lass mal daten. Ich versuche euch immer so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten, wie es mir geht bei dem Spiel. Weil ihr habt jetzt die Idee mit dem Pulsmesser reingebracht, aber ich dachte, vielleicht kann ich mal so ein bisschen Gemütszustand auch zwischendurch durchgeben. Ich bin in diese Aufnahme reingegangen mit der Motivation, jetzt hier wieder Fortschritt und sowas. Und jetzt gerade bin ich wieder an so einem Punkt, wo ich mir sage, es ist zwar noch nichts passiert in dieser Folge, es ist noch nicht krass schlimm, aber es ist immer noch dieser psychische Druck irgendwie, der herrscht. Es ist immer noch irgendwie eine Belastung. Dieses Spiel ist wirklich eine gewisse Belastung für mich. Und ich habe am meisten Angst vor der oberen Etage. Weil da wurden wir das erste Mal von dem Sensenmann genascht, ne? Die Wand sieht auch ganz anders aus auf einmal. Und was ist hier drin? Auf einmal ist das wieder das normale Badezimmer. Hä? Okay, von der Seite kann ich es nicht öffnen. Das klemmt. Wieso ist die Tür zu? Der Schrank letztes Mal auch schon da? Warte mal. Bisschen Energie sparen. Ja, schön die Fabrollen. Wo ist der Schlüssel für diesen Spiegel-Dings? Für den Spiegelraum. Hier liegen jetzt auch mittlerweile Pillen im Dings, ne? Das war auch nicht so. Ich meine, wir hatten ja letztes Mal, als wir hier waren, war dieser Raum hier ganz anders. Aber das glaube ich, vielleicht war das auch wieder nur so ein Traum oder so. Also ich kann die Tür nicht öffnen. Okay. Ich komme hier nicht mehr raus. Wieso komme ich hier nicht mehr raus? Oh Gott, diese Scheißkamera! Oh! Also die Physik von dem Spiel ist auch im Arsch. Meine Fresse. Alles klar. Alter, mir kribbelt's am ganzen Körper gerade. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so ansteigt und dieser ganze Raum irgendwann unter Wasser steht und ich sterben muss. Jetzt ist gerade richtig unangenehm. Jetzt ist gerade richtig unangenehm. Oh Gott, nee, mach mal wieder an. Oh Gott, Alter, ich habe so heftige Gänsehaut. Aber was passiert denn jetzt? Was muss ich hier machen? Hier ist nichts drin. Hier irgendwelche Q-Tips, Alter. Kannst du das? Okay, es wird wirklich voll.
Bruder. Okay. Okay, also offensichtlich hat uns der Weg eh in dieses Badezimmer geführt, oder? Also das ist halt echt krass bei dem Game, ne? Ich weiß überhaupt nicht, ob die Dinge, die ich mache, also zumindest jetzt die in dieser Folge passiert sind, ob das Zufall ist, dass ich mich so entscheide, oder ob das Spiel damit rechnet, hey, wenn du bei dieser Tür da verkackst, dann gehst du das nächste Mal woanders lang. Also, das finde ich schon wieder krass. Lucy! Supper's ready! Come on up! Ist die Mutter. Lucy! Das erinnert mich so hart an Stranger Things gerade. Kennt ihr das, wenn sie da auf diesem Wasser läuft und ihre Eingebung hat da? Also quasi Telepathie oder was die da macht? Da sieht man diesen Käfig. So. Why would she do that? She loved Pico. I don't know. She's never done anything like it. I think we should see a professional. Sie hat den Vogel getötet. Das Kind hat den Vogel getötet. Und dann wollen sie das Kind zur Therapie schicken. Bin ich jetzt am Ende vom ersten Kapitel? You heard the diagnostic. She could be in danger. We don't have much of a choice. I know all that. But who the hell prescribes syringes for a child? Couldn't they just give us pills like everyone else? How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? The fuck? Okay, sie hat wohl irgendwie einen Knicks weg oder was? Aber die Eltern sind auch nicht ganz dufte, oder? I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Hey, nicht so fluchen. Aber warum hat sie den Vogel denn überhaupt getötet? So ein Kind macht es doch nicht einfach so. Und es klang jetzt so, als war das so intentional. Intentional killing, Alter. Lucy hat sich in der Badewanne ertrunken. Und ich habe jetzt Albträume deswegen, oder was? Bin ich nicht der Daddy? Es geht doch noch nicht rein. Oh, da kommt gleich irgendeine Scheiße raus. Was macht er denn? Oh Gott. Ich hab Angst, dass die ganze Zeit irgendeine Scheiße aus diesem Wasser kommt. Also Wasser. Okay, ich tauche wieder ab. Oh, da steht was. Da steht was. Ja. Mach was. Was macht sie? Nein! Oh, da sind sie, Mann! Ah! Oh.
Okay, was passiert? Ich meine, das ist ein Fortschrittsgegenstand. Ja, klar. Oh, jetzt bin ich raus. Ende von Lucys Kapitel. Boah, Leute. Also, das war nochmal ein krasses Ende.